Also ja, Zeit fürs Käfer-Event, weil es in 3 Tagen abläuft. Es ist in der Tat sehr boring. Man macht nichts in diesem Event, außerdem nur irgendwie hinterherrennen und so Scheiße, ja. Ich hätte ja nicht wirklich Zeit, das zu machen davor, weil ich die gesamte Woche weg war. Heute ist noch so eine der frühesten Tage, wo ich wieder zurück bin. Und so, weil ich einfach den Partygang geskippt habe von heute. Ja. Here we go. Also. Ich habe mir das Event nie durchgelesen, was man machen soll und so. Aber ich mache einfach halt mal. Ich weiß nicht mal genau, was wir machen sollen, ehrlich zu sein. Ich glaube, man muss nicht mal Schaden machen, wirklich. Es ist einfach nur irgendwelche Deadline-Attacks, die man machen soll. Das ist ähnlich. Ist krass, dass es bei mir so laggt. Das Game. Wo ist der Käfer? Oh. War da. Oh, er ist tot. Ja. Nice. Ich meine, das Event ist langweilig, aber man kann es dafür relativ schnell schaffen. Den Anfang der Quest hatte ich ja schon gemacht, als ich die World, als ich die Archon-Quest gemacht habe. Weil ich. Naja, weil die Quest halt einfach die Archon-Quest blockt, aus irgendeinem Grund. Den ich auch nicht ganz verstehe. Ja. Anyways, next. Ah, das ist 3. Bro. Wingsilon, glaube ich. Ja, das ist Wingsilon. Also, ich weiß es. Es ist Wingsilon. Sie war so: Nein, du musst mit Xelonen reden, aber sie ist beschäftigt. Wie kann die Archon-Quest die wichtigste Quest im Game von so der irrelevantesten Event-Quest gefühlt geblockt werden. Es ist mir unverständlich, aber ja. Kinich. Oh, come on. Gott, es ist am Laggen, what the fuck? Was ist das? Kannst du nicht den Fokus-Mode einfach, dass die Quest nicht die richtigen blockieren können? Ich weiß es gar nicht, um ehrlich zu sein. Also mir wurde die Option nicht angezeigt. Das heißt, vielleicht ging es, aber ich hätte es jetzt nicht mitbekommen. Oh mein Bro. Ich habe auch noch nie Genshin so hart laggen sehen. Deswegen mein Datenträger. Mein System hat 14. What? Was für Epic Games Launcher? Mein Epic Games Launcher ist das, was mich killt. Digga, das kann nicht sein. Alter! Aus dem Nix, jetzt verstehe ich, weshalb so laggt. Das war der Epic Games Launcher, hat meine gesamten PC-Specs geklaut. What the fuck?
So, ja, sorry. Und ich benutze den ja nicht mal. Das ist der Witz. Ich habe den seit Monaten nicht mehr benutzt. Das letzte Mal war vor ungelogen 2,5 bis 3 Monaten. Und er fickt mich einfach. Einfach nur, um mich zu ärgern. Was ist das? Alter. Wow. Digga, Datenträgerauslastung 100%. Ich werd nicht mehr, Bro. Normalerweise ist die Auslastung bei mir so 8% vielleicht, was Datenträger angeht. Jetzt hier 100%. Alter. Das kann nicht sein. Mann, warum... Wohin bin ich gelaufen? Wow, wait. Ich sehe gerade etwas, was ich in Exploration noch nicht gemacht habe. Geil. Ah, ne. Jetzt nicht mehr hier. Mann. Bro, what? The Pix Games ist nur für die Free Games nützlich. Ja, for real. Target acquired. Bro. So. Mach nicht so. Hätte Epic die monatlichen Free Games nicht, würde es kaum ein Mensch benutzen. Ja, ich benutze es eigentlich nur wegen Fortnite. Weil mein Bruder hat ein bisschen Fortnite mit mir gespielt, als er zu Hause war, aber das ist halt schon... paar Monate her. Ich hab's immer noch, weil mein Bruder hat gesagt, in London, wenn er mal Zeit findet, wird er mit, können wir ja wieder zusammen einfach über Discord oder sowas spielen, aber er hat keine Zeit. Er hat überhaupt keine Zeit, das ist krass. Ja, ich will's trotzdem noch bereithalten, dass, falls er doch mal Zeit hat, ich dann auch noch kann. Wait, what the fuck, wie schlecht bin ich? Was, wenn ich die 3er-Stacks mache? Ja, lohnt sich nicht so ganz. Maxilon zu Text zu messen. Jedes Mal, wenn ich einen 5 Cent meine Party habe, für Trail bekomme ich übel zwischen und das ist so weird. Wait, what? So, es fehlt jetzt nur noch eins und das ist die Nummer 5. Wo ist sie? Ich glaube mit einer Quest verbunden. Ja, in der Tat.
Also. Ah. Oh. Ups. Und ich kann nicht mal rein switchen zu Xion. Oh mein Gott. Ja, ich verdrück mich immer und wechsle den falschen Charakter immer ein, weil ich die falsche will auf Kazuha gehen, will auf 4 ist und krieg es nicht hin. Auf 14. Achso, du meinst den fünften Charakter. Ich dachte, ein Five-Star-Charakter oder sowas. Ah ja, wenn der fünfte Charakter drin ist. Ja, das same. Ich denke auch immer so, der vierte ist dann plötzlich der dritte, dann drücke ich 3 und ups, es ist. Ja, falsch. Huch. Verdammt. Ich kann dann einen Kurbel machen, ab Langeweile. Ich glaube, ich mache es dann erst, wenn es vollständig freischaltbar ist. Das ist generell immer meine Regel bei Events. Ah, fuck. Ich habe halt keinen Bock, immer warten zu müssen, einen Tag nacheinander. Das mache ich immer so. In einem. Ja. Bereite dich vor zu sterben. Ja, nice. Right, damit ist das Event vollständig zu Ende. Oh, Ororon. Ja, okay, es juckt mich nicht, es ist nicht mal voiced. Also habe ich nicht das Gefühl, dass es irgendwie relevant sein kann. Was nicht voiced ist in dieser Form in einem Event. Okay, aber wenigstens die restlichen Leylines machen willst. Kannst auch gern in meine Welt kommen. Brauch die auch noch für Battle Pass. Danke, aber ich glaube, darauf war ich auch kein Bock mehr heute. Ich mache einfach morgen noch bei mir 8 Stück, aber. Ja. Okay. Hier nochmal 400 Primus ist nice. Wie viele von denen habe ich? 2, 5, 4, 5. 5, 4, 5 ist eigentlich das Einzige, was ich mir merken muss, weil ich gewährt nicht irgendwie ein 100er drüber kommen. Nice, man kriegt auch, wie man sehen kann, hier 40.000, ja, 200.000 noch mal. Nice. Und ein bisschen Artefakt XP. Auch schön. 5, 4, 5. Man hat 10 Dailies bekommen, okay. Ja. Bumm! Also was gibt's hier noch, was mir fehlt? Theoretisch fehlt mir eigentlich eine Leyline, die ich noch in Ninazuma machen sollte. Ich hab nur die da gemacht und ich habe die hier vergessen. Komm, das mache ich ganz schnell bei mir noch. Aber ich habe jetzt keine Lust, so in einer anderen Welt noch das extra zu machen. Ich mach's einfach bei mir schnell. Genau, aber wie viel habe ich jetzt? Ich habe 20 Puls hier. Juhu, ich habe langsam ein bisschen was wieder. 20, ja.
Ja. Wird ein bisschen eng, muss ich sagen. Ach man, die Frage ist, wann wird eine Village rerun? Weil ich will unbedingt seine C1 haben. Das Problem ist halt, ja. Wenn er nächste Version kommt, bin ich fucked. Weil ich habe nicht genug Puls. Surely kommt er nicht nächste Version. Ich bin mir sicher, er kommt nächste Version. The wind knows. Gott. Ich habe gerade einen Moment 36 und 7 bei Starglitter. Nice. Bow your head. Bro, what? Wind strike. How? Yep, really. Right. Ja, das Event war jetzt nicht so eventvoll. Badumts. Hehehe, was? Ja, ansonsten. Gibt's auch irgendwas Interessantes? Ich glaube nicht. Ich würde dann einfach aufgehen auch schon, weil es ist auch schon 1 Uhr, ja. Noch mehr Zeit zu verschwenden wäre ein bisschen dumm, denke ich meinerseits. Also, ja, heute nur so kurz Stream. Mit der restlichen Patch skippen und den komplett nächsten für Himeko Marika für CC6. Ja. Ich meine, wenn du payst, dann kriegst du es hin. Wenn nicht, dann nicht. Aber wir wissen ja, dass du wahrscheinlich payst. So, das kam nicht for free. Das auch nicht. Ich glaube, das war nicht so F2P. Ja, ich glaube, der hier war auch nicht so F2P. Ja. Ich glaube, das war jetzt auch nicht nur Lowspender. Ja, aber verständlich natürlich. Ich würde mir aber halt gerne schon C1 Nivellet genehmigen können oder C1 Farina, je nachdem wann halt die Character rerun. Aber wie kann ich auch. Oh Mann, es gibt zu viele Characters, die mir noch fehlen. Die Sache ist halt auch, würde ich nicht so insanes Unluck haben beim Pullen, dann hätte ich, könnte ich es mir auch alles leisten. Aber ich muss halt wirklich ein bodenloses Pech haben. Hätte ich nicht so ein Pech, wie ich es bekommen habe, sondern hätte ich actually so Expected Values bekommen, da hätte ich in den letzten Patches zusammengerechnet, wie viel gespart. Ich habe die letzten 5 50-50 Slate-BT verloren. Ja, ich hätte umgerechnet 250 Puls mehr noch übrig, hätte ich einfach nur den Expected Value gehabt. Also durchschnittliches Luck. Hätte ich durchschnittliches Luck bekommen, hätte ich durch die letzten 5 Stars mir 250 Puls gespart. Ja. Was ungefähr umzurechnen ist wie zwei weitere Banner 5 Stars, aber ist halt nicht so geil. Wenn ich C6 R5 Eier kann, natürlich bin ich F2P. True. By the way, hab meinen ersten Guaranteed Radiance bekommen nach meinem Drift 50-50 Loses. Ja, schade. Oder, ja, cool, I guess, dass du es gesehen hast, die Animation, aber ja, ist schade, dreimal zu verlieren. Ich bin gerade auch in einem guten Run dabei. Ich habe zweimal verloren. Mal schauen, ob ich auch noch meinen, ob ich meinen nächsten verlieren werde. Und da habe ich ja komplett guaranteed. Müssen wir halt mal sehen. Also dann. Ich würde aber sagen. Oh, Sayot hatte Geburtstag. Habe ich gerade bekommen, die Mail, ne? Ich liebe irgendwie diese Teile. Also, das hier, finde ich, sieht so geil aus, ihr Signature Food. Sayot hat Birthday, lol. Ich auch. Oh, nice. Congrats. Alles Gute. Zum wievielten auch immer. Ja, aber mir muss man Constellations nicht zeigen. Also, wie gesagt, ich glaube, ich würde Stream beenden. Schönen Tag noch und naja, cool, dass du dabei warst. Feier dann deinen Geburtstag schön, wenn du auch heute Geburtstag hast. Und ja, dann. Ciao, ciao. Ach, und eine gute Nacht natürlich, es ist ja spät. Genau, 1 Uhr. Nee, hab erst 5. November.
Wait, warum meintest du dann auch ich auch? Hä? Scam. Ja, egal. Dann, wie gesagt, gute Nacht. Ciao.